Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge vom Pfennigfuchser. Wir spielen Transport Fever und sind dabei, hier die Errungenschaften zu erledigen. Weiß Deutsch, ja. Ein paar Sachen sind halt, jetzt werde Milliardär ohne Schulden, das sind wir jetzt noch am machen. Werde Milliardär ohne Schulden in einem schwierigen Spiel. Das sind so die zwei Punkte, die wir auf jeden Fall jetzt noch machen wollen. Erreiche 80 Linienbenutzung Personen in der Stadt. Das könnten wir eventuell auch noch schaffen. Dann als nächstes, wenn wir das Geld haben. Abdeckung jeder Industrie in einer Stadt. Okay. Gewerbeversorgung erreicht 60% Abdeckung jeder Handelsgut in einer Stadt. Industriegut, Handelsgut. Okay. Keinen freien Platz mehr. Fülle einen Zug mit mindestens 200 Passagiere. Okay. So, mindestens 250 Gütern. Könnten wir hier eventuell mit den Holz da hinbekommen? Erreiche eine Stadt mit mindestens 1500 Einwohner. Da wehrt sich Hanau noch ein bisschen. Und ja, was haben wir noch? Eine Strecke der Höhe von über 450 Meter. Erreiche eine Linie mit mindestens 10 fahrenden Zügen. Okay. Okay, das hier Antik kriegen wir nicht hin. Benutze ausländische Züge kriegen wir auch nicht hin. Betreibe Linie, Straßenfahrzeuge kriegen wir auch nicht mehr hin. Lichtgeschwindigkeit 300 kriegen wir auch nicht mehr. Na, könnte man hinkriegen. Ist nur hier jetzt. Nicht. Könnten wir als Prestigeobjekt hier machen bei den Zügen. Was fahren die jetzt? Die fahren hier 90, glaube ich. Da müssten wir schon wirklich eine eigene Linie machen. 450 Meter könnten wir schon schaffen. Wenn wir hier drüber fahren. So. Ja, die Holztransporter, die werden wir auf jeden Fall dann mal auf 250 hochpushen. Ist kein Holztransporter. Auch kein Holztransporter. Wie viel haben denn die Holztransporter noch? Wie lange? Mal schauen. Züge. Züge hier Holz. Ja, die machen auch 16 Millionen, ne? Hammer, ne? Jahre, 8 Jahre, okay. Was ist der jetzt hin? Ja, der kämpft halt, ne? 64, okay. 4,6. Ja, ich glaube, hier könnten wir schon die Diesel nehmen. Läuft. Ich glaube, da mache ich noch mal ein. Klappt ja eigentlich ganz gut. Wir kaufen. Nehme ich davon ein. Dann die Holzbretter. Okay. So, jetzt ist die Frage, packen wir noch einen bei. Linie zuweisen, mal gucken, Holz und Bretter.
Dann doch noch mal rein. Wir packen hier noch einen Zug dran. Kaufe. Und packen den hier oben dran. Okay. Ich weiß nicht, ob es was ausmacht. Wir werden sehen. Holz und Bretter so. Wir haben 260 jetzt. Das ist ungefähr das, was wir jetzt bei beiden da haben. Wenn der hier drüber ist. So, müssen wir mal gucken, hier elektrisch ist. Irgendwas fehlt hier elektrisch. Und weiter. So. Ja, mal schauen, ob er voll wird. Sieht fast so aus. Schwer beladen, da haben wir ihn. Unsere Errungenschaft. Das ist der.
Fahrzeuge. Der alte, genau. So, schauen wie voll der jetzt wird. Okay, dann fahr jetzt mal. Jetzt müssen wir mal den hier ein bisschen beobachten. Denn den verkaufen wir, würde ich sagen. Okay. Und der andere, so wie es aussieht. Ach ja, so. Bin gespannt, was der gleich bringt hier. So. Schick mal los und dann lassen wir schick mal zurück und dann kann er ihn zum Verkauf fahren. So, dann haben wir das auch schon mal optimiert. So.
Fahrzeug wird verkauft, sehr gut. So, dann ist nämlich hier, genau. Pusht ja schon mal das vorweg. Wir müssen einmal hier schauen, warum. Mal hier. Wo fährt er denn auf diesem? Na, jetzt haben wir hier hinten keinen. Scheint nicht so. Also wir müssten irgendwo hier. Okay, der fährt. Hier wartet er auf Freigabe. Das läuft. Ja, heute haben wir nicht so viel Geld gemacht, aber wir haben, ich glaube, das Holz optimiert, vor allem, weil wir hier hinten jetzt eine Weiche eingesetzt haben und wir haben den Einzug verlängert. Also denke, das wird ordentlich was an Reibach geben. Hier sind 209. Das bis er da ist, wird wahrscheinlich dann alles da sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dann lasst einen Daumen da. Ich mache auf Pause und wir sehen uns, wenn ihr mögt, zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Steffen. Tschüss.